So, liebe Leute, wir sind jetzt hier im Inneren des, und, Ich glaube, in so einer Wurst, hä? In so einer Wurst, ja. Hier kommt die Kacke gerade raus. So ein Ding da. Oder auch nicht. Ja? Ja. Ah, hier ist Nachschub. Toll. Eine K-Volt, die hab ich bereits schon. Nachschub hab ich auch genug anscheinend. Eine Quolt? K-Volt? Oh Gott, was ist das? Taktische Optionen verfügbar. Nachschub aufnehmen. Okay, ich geh jetzt mal dahin. Was? Sie haben ein Tarnfeld, Alcatraz. Sie sind direkt an Ihnen dran. Toll! Maximale Panzerung. Super. Hast du nicht dieses Wärmeding noch? Nanovision aktiviert. Gut, ich nicht? Fuck! Macht ihr eine Panzerung oder sowas? Die sind aber hartnäckig, ja? Naja. Ist nicht was anderes? Ich nehme ihn ja gar nicht ab. Boah, da ist einer neben dir. Mal. Leute, ah! Von hinten, ha? Oder? Was sagt denn der immer, Digga? Wow! Ah! Ich hab ihn besser. Was ist von was? Warnung, Katastrophe unmittelbar bevorstehend. 5000? Der Befehl von Stratcom ist gerade durchgekommen. Oh mein Gott, die machen das wirklich. Alcatraz, ihnen läuft die Zeit davon. Los, los! Ja, warte mal. Los! Schneller Wechsel, hier. Da. Hoch. Nanovision aktiviert. Ich brauche Nachschub, es war ganz dringend. Hier. Da oben ist Nachschub, oder was? Wie soll ich da jetzt hoch? Wie soll ich da hochkommen? Hüpfen. Nächster. Hüpfen. Oh Gott sei Dank. Sag mal hier, eine Volt, das gar. Das ist Nachschub. Nein! Das ist meine Volt! Die will ich haben. So. Gott, oh Gott. Also noch drei. Vision aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Okay. Komm jetzt hoch. So, mein Freund. Ich geh jetzt rein, ja. Demo-Reaktion wird eingeleitet. Hören Sie, Alcatraz. Die Spore ist reaktiv. Das Ganze ist ein Schutzsystem. Sie müssen in den Wänden nach Cyborg-Verkabelung suchen. Reißen Sie mit Hilfe des Anzugs einen Teil davon raus. Infizierung tödlich. Maximale Panzerung. Gott. Funktionalität des Anzugs gefährdet. Warnung. Kritischer Schatten in Kürze.
2. Renn. Das 1. Gott. Was geht denn hier ab, Alter? Das ist das Level. Jetzt hast du springen. Okay. Du es. Reinspringen oder was? Ich bin zu langsam gesprungen, es tut mir leid. Hören Sie, Alcatraz. Die Tore ist reaktiv. Das Ganze ist ein Schutzsystem. Das versteht doch keiner, was der Brache ist. Wenn Sie in den Wänden nach Cyborg-Verkabelung suchen, reißen Sie mit Hilfe des Anzugs einen Teil davon raus. Systemumschaltung auf ganz Funktionsmodus. Maximale Panzerung. Kriechen. Bei diesem Mal springe ich gleich. Du wirst noch überlegen, weißt du? Das überlegst du, springst du nicht. Du bist der Mensch, etwas Gutes springst du nicht, weißt du, aber... Ich spring jetzt. So. Ich spring jetzt, ja? Jetzt! Ist er heiß, oder? Hey, toter Mann. Wahnsinnstrip, was? Sie dachten, ich wäre weg? Nun, habe ich mir auch gedacht. Vergessen. Aber der Anzug, Mann. Hargreave hatte recht. Der Anzug stellt alle Regeln auf den Kopf. Was? Sie sind in mir drin. Die Seth, sie sind reingekommen. Ich musste den Link zum Ausgang unterbrechen, sonst hätte ich völlig die Kontrolle verloren. Und Sie? Sie waren da, direkt vor mir, und lagen im Sterben. Mann, ich musste die Chance nutzen und ihnen die Möglichkeit geben, zu beenden, was ich angefangen hatte. Das war unsere einzige Hoffnung. Sehen Sie, nicht nur New York, nicht nur Ling Shan. Wissen Sie, die Seth gibt's wirklich schon ewig, Mann. Und sie haben überall gebaut. Überall. Ist das ausgelöst? Ist jetzt wegen dir oder ist das schon wegen die Atombombe? Wegen mir. Wasser. Sonne. Geht denn jetzt? Zeit für verrückt oder was? Rückgängig? Scheit. Ach, es war so ein Traum. Nein, das ist bestimmt schon Zeit vorbei und die sind jetzt im Aufräumen oder so. Komm ich das da hin? Achso, ich dachte. Heute hier gesiegt. Aber das Ganze hat gerade erst angefangen. Sie und ich, Marine, wir sterben jetzt noch nicht. Wir müssen zurück, dorthin, wo wir gebraucht werden. Ist da der Force Wrecking Marine, der gerade am Central Park gefunden wurde? Der Träger von Jacob Hargreaves Nanohülle? Moment. Ich optimiere den Film. Ah, besser. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Karl Ernst Rasch. Zu Ihren Diensten. Und Sie sind? Man nennt mich Prophet. Prophet. Der Anzugmann. Bin ich doch Prophet. Wie jetzt? Das Ende. Echt? Ja, das ist das Ende. Okay. So, Leute.
das war das Ende. Es waren jetzt, ich hätte mir jetzt eigentlich dieses neue Folge-Ding sparen können, weil das waren jetzt 10 Minuten. Aber ich sag mal, es ist ein packendes Finale. Die Folge 24, hast du noch zurück gewesen. Und dein Eindruck, mein Schatz. Wie fandest du es so? Besser als Teil 1. Ja, auf jeden Fall viel besser als Teil 1. Man hat einen Anschluss zu Teil 1 gehabt, halt man konnte ein bisschen einen kleinen Rückkehr zu Teil 1 ab und zu so haben, ab und zu so. Ist die Geschichte an sich ist ein bisschen verworren mit Prophet und so. Ob ich jetzt wirklich nur Prophet bin oder Alcatraz, weiß ich nicht. Werde ich vielleicht in Teil 3 dann erfahren. Ansonsten, mir hat Spaß gemacht, meine Freundin auch. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr keine Mods einbaut. Und ihr müsst aufpassen, genau, wenn ihr das Spiel spielen sollt, oder es liegt am PC, aber der ist ja nicht mehr neu. Nee, am PC kann es nicht liegen. Was ich euch empfehle, für das Spiel gibt es ja verschiedene Mods. Die sind jetzt hier nicht mehr installiert, ich habe das hier sehr entfernt. Man kann hier über so einen Mod-Ordner, kann man hier Mods reinpacken und dann die hier aktivieren in dem Spiel. Und lasst es sein. Installiert keine Mods, weil das macht das Spiel extrem fehlerhaft und ihr habt da und da Abstürze. Extrem fehlerhaft. Wir haben sehr große Probleme. Ja, Nervfehler. Ja. Hat große Probleme bei uns. Hat genervt ohne Ende. So, das war's, liebe Leute. Mir hat Spaß gemacht, meiner Freundin auch. Wir haben eigentlich Spaß gehabt. Die Freundin ist schon auf Teil 3, was noch besser sein soll und noch optisch besser aussehen soll. Wir sind mal gespannt, ob es spannender ist oder nicht. Und ansonsten verabschieden wir uns hiermit. Ich denke mal, diese Folge wird dann in einem Monat hochgeladen sein, weil es sind ja jetzt 24 Folgen und ja, noch irgendein abschließendes Wort. Tschüss, genau. Ich denke mal, in einer Woche haben wir den, warte, kann ich schnell aufs Handy gucken. Wir haben jetzt den 25. und in 24 Tagen haben wir den 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, schon merkt man, dass das hochgeladen ist. 17, 18, 19, 20, 21, 24. Haben wir den 19. Mai, ja stimmt ja. Haben wir ungefähr. Jetzt gerade überhaupt da haben wir ungefähr den 19. Mai. Und am 27. Mai kommt nämlich schon das Spiel Watch Dogs raus. Und das spielen wir dann auf jeden Fall dann. Das wird cool. Wird richtig cool. Leer. Cool, leer. Stimmt. Und ja, das war's eigentlich. Ciao. Ciao. Sagt eure Rabbit Boo. Und die Katrin. Und die Katrin.